Und da sind wir auch wieder. Ach so, ja, sollte ich vielleicht noch. Passwortrichter eingeben. Für euch als Hintergrundinformation. Sie hat gerade geschrieben, boah, ist ja irre, ich rede hier mit jemandem, der da zur Schule geht, wo ich aufgewachsen bin. Und darauf halt meine Antwort gerade, tja, die Welt ist klein. Hä? Wie Welt? Was mache ich hier gerade? So, wir wollten Zeugs ablagern. Diesmal guck ich mal auf die Uhr, damit ich weiß, wann ich Aufnahmeschluss machen muss. Wir schmeißen ja erstmal hier alles raus, was nicht Nied und Nagel. Wir hatten bereits eine Truhe. Ach, voll Idiot. Sorry, aber mein Straßennamengedächtnis ist leider out of order. Schreibt man das so? So, jetzt haben wir hier so einen kleinen Vorraum gemacht. Jetzt können wir hier eine Fackel hinsetzen und dann können wir nämlich jetzt hier eine Tür reinbauen. Und da geht es dann praktisch so vom eigentlichen Haus und haben damit dann praktisch links und rechts ein bisschen mehr Platz. Vor allen Dingen aber, ach scheiße, stimmt ja, ich wollte hier gerade zwei Türen nebeneinander bauen, das geht ja hier aber leider nicht, da er ja immer die Türen in eine Richtung aufbaut. Das ist natürlich ein bisschen Bullshit, dann müssen wir das so machen. So, und das hier wird jetzt auch ich sag mal so wie unsere Hütte in Maintest. Also praktisch vier hoch und dann an der Seite diese Abstützbalken. Macht nichts. Das Viertel nennt sich im Volksmund Holländerkarre. Okay, interessant. Ja, Holländerstraße, das ist dann doch schon etwas, da kann man etwas mehr mit anfangen. Ach ja, die Mauer. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Wie viele von euch, ich weiß ja nicht, wie viele Leute das Video hier gucken können. Aber eben, das mit der Mauerzeit. Ich meine, ich selber habe es nicht mehr wirklich mitbekommen. Da war ich schon raus aus meiner, aus der Phase, wo ich die Welt, was? Also als die Mauer noch stand, da war ich noch nicht, da war, das entfliegt leider meinem Interessengebiet. Dafür bin ich dann doch schon etwas zu jung. Aber ich kann zumindest so ich kann etwas über den Tellerrand schauen, sag ich jetzt mal. Ich habe da ein bisschen mehr Wissen, also die ganze junge Generation. Liegt vielleicht auch daran, dass wir den Thema in der Schule mindestens fünfmal durchgenommen haben. Ich meine, es gibt ja auch nichts Interessanteres, was man in der Schule durchnehmen kann, ne? Ah, gut. Auch eine Art, den Lehrplan leicht zu halten. So, jetzt gehen wir hier noch zwei in die Richtung. Dann haben wir hier schon mal eine relativ, solides Grundgestell, Grundgerüst, was so das Haus angeht. Dann müssen wir nur noch gucken, dass wir hier das Areas ist noch nie eingerückt oder so.
Sie meinen? Vielleicht können wir mal ein paar Fackeln hinbauen. Da kommt ja quasi Erleuchtung. Am Spawn, das Grundstück ist komisch gesichert. Okay, warte kurz. Gut, ich gehe mal ganz kurz hier, werdet ihr mal kurz merken. Dann logge ich mich mal mit meinem Wartungsaccount ein. So. Okay, grenz die Fläche mal ein. So, okay, also hier sind die Fackeln. Ich hoffe mal, das sind die Fackeln, die sie meinen. Aha, okay. Okay. Warte kurz. So, dann setzen wir mal ganz kurz hier ein bisschen die Primi-Dinger, oder? Die Dingster-Muster. Lalala. So, wir gehen erstmal ein bisschen hoch hier. Nein, das brauchen wir nicht. Dafür brauchen wir. So. Dann sagen wir mal Position. Ah, ne, Area Position. Position 1. Und da ist die andere Ecke. Das da. So, gucken wir, ob hier irgendwas liegt. Nein. Das ist Position 2. Und das ist dann Protect. Uri. Home Base. So. Okay, haben wir hier mal ein bisschen eingezäunt. Oh, habe ich was falsch gemacht? Das ist doch nicht richtig. Et ohne. Habe ich das gerade falsch geschrieben? Nö. Ach so. Help.
Das Wichtigste vergessen. Ach, was soll denn das? Hä? Oh, was schreibe ich denn hier? Oh, Alter, also jetzt bleibt doch mal gut hier. Ed? Oh, na. Geht doch. Gut, das war auch richtig. Das heißt also, Orin, das ist ein Parent ID 92. Und jetzt müssen wir noch das alte entfernen. Das war Remove irgendwas. Das ist, ich glaube nur noch mit der ID. Genau. Das heißt also, wir müssen die 91 und die 92 entfernen. Jetzt habe ich Ori vergessen. Und es kommt die 93 weg. So. Gut. Ja, jetzt habt ihr mal gesehen, wie es so ist, ein bisschen so Support zu geben. So kann das dann ungefähr aussehen, wenn man praktisch in dem Admin-Mode ist. Gut, dann gehe ich mal wieder in meinen Modus rein. Und dann können wir weitermachen mit dem eigentlichen Let's Play. So. Sie hat gerade gefragt, wo kriegt man eigentlich Minecraft Skins hin für meinen Klon? Und darauf habe ich jetzt gerade geantwortet, kann man Evo downloaden, glaube ich. Gut, wir waren hier, da. Okay. So, wir haben eine Breite von 7. Das heißt also, wir sollten noch mindestens 7. Okay, suche ich mal. Der Kürbis auf meinem Kopf ist übrigens ein Tick aus Minecraft, wenn ich es sehe. Sowas funktioniert. So, wir müssen 7 reingehen. 4 haben wir bereits, wir müssen also noch 3 reingehen. So, dann haben wir ein 4-giges Haus. Ich hoffe, das funktioniert dann relativ, also optisch gesehen, klappt das dann. Dann haben wir praktisch ein quadratisches Haupthütchen. In Minecraft, ja, du kannst auch auf den Boden gucken, sonst zerflächen die dich. Und unsere Speckhacke ist schon wieder leer. Kloppt das nicht. Da. Na komm. So. Haben wir. Lol. Ja, Minecraft selber habe ich selber nie wirklich gespielt. Ich habe nur damals. Also, ich habe eine Installation da. Die habe ich nur damals gekauft gehabt.
Läuft allerdings bei mir unter Wine, weil ich habe halt Linux und Minecraft ist zwar eine Java-Application, nutzt aber als Client irgendwie ein Frontend, das läuft unter Linux nicht ganz so gut. Allerdings ist mir einfach bei Java die Absturzrate viel zu hoch. Also, das ist im Vergleich zu Mytest ein Witz, und zwar ein negativer Witz. Also, wie oft mir Minecraft mittlerweile schon abgestürzt ist, ist doch viel zu hoch. Wieso brauche ich hier 5 hoch? Ah, ne, doch, ist richtig. Alles richtig. Wir müssen hier noch einen Boden reinziehen. Ich dachte mir halt, wer weiß, wie diese Endermänner hier sind. Sicher ist sicher. Typisch Frau. Ja, gut. Ich selber erstmal degradieren, okay. Okay, für was ist Ori eigentlich die Abkürzung? Origami? Ich muss an mal denken. So, okay, jetzt können wir hier einen Boden reinziehen. So, wir brauchen Holz. Haben wir hier ein bisschen. Wir brauchen 7x749, das passt also locker. Das ist schon mal nicht schlecht. Es war jetzt etwas dunkel und farbige Holz. Dadurch, dass es sich aber gleichmäßig verteilt ist, ist das jetzt auch nicht so schlimm. Sorry, bin und war schon immer eher so der Anime-Type. Und ja, auch heute noch mit 24. So, dann haben wir hier langsam mal Fußboden drin. Sieht doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Sorry, bin ich und zwar schon. Achso, lalala, join it. Hi. Ah, okay. Und ja, auch heute noch mit 24. Halli, hallo. Wer ist denn da so froh? Hä, wer ist denn gerade die? Wie auch immer der Herr Fritz ist. So, jetzt müssen wir hier. Ich glaube, wir reißen mal doch die gesamte Wand raus. Jetzt hier mit diesen verschiedenen Farben sieht doch ultra scheiße aus. Da müssen wir dann wohl ein paar Steine schmelzen. Ich baue mir mal ganz schnell hier einen kleinen Ofen, so temporär. So, so, so. Okay. Bam. Du kommst da rein und reicht erstmal vollkommen aus. Kisten sind nur Enderkisten sicher, gell? Ja. Ja, wobei, rüber
Ich meine, es ist ja nicht so, dass die Hölle gleich nebenan ist. Die ist eigentlich eher unter einem. Hast du verstanden? Okay, na komm, machen wir ein bisschen hin, dann können wir hier ein bisschen Steine schon mal legen. Ich klopfe erstmal hier alles raus, was nicht wichtig ist. Der ganze Kletterer zum Beispiel. Das ist eine Kuh! So. Gut, ich mache mal eine kleine Aufnahmepause. Ich sage ein bisschen Bescheid. Ja, sehr gut. So, dann würde ich mal sagen, schau mit V.